Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Ravenport. Ja, letzte Folge haben wir, glaube ich, ein bisschen Soja verkauft. Es ist aber mitten in der Nacht. Ich weiß auch gar nicht, haben wir in der Nacht Soja verkauft? Ich kann mich kaum noch erinnern. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal schlafen. Ist, denke ich, das Beste, was wir machen können. Schlafen gehen hier. Verdammt, wie spät war es? 12, also 6 Stunden nochmal. Oder? Schlafen. 6 Stunden schlafen gehen. Dann ist kurz vor 6. Es sollte eigentlich wieder reichen, dass es hell ist. Ist auch Zeit aufzustehen dann. Ja, dann ist immer noch dunkel, wird aber hell. Gucken wir jetzt mal eben, was unsere Felder sagen. Kein neues Unkraut. Warum auch immer hier Unkraut ist, man weiß es nicht. Wachstum passt. Düngestufen passen aber auch. So. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal fix Feld 1 fertig. Da steht auch schon unser Johnny, genau. Da wollten wir nämlich mal einsteigen am besten. Und das Hilfefenster aus. Ich weiß gar nicht, wofür wir das noch anhatten. Habe ich irgendwo gebaut oder so? Ja, und wie ihr seht, ich verdecke mittlerweile die Karte, aber mit Greenscreen im Hintergrund. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also wieder mal eine schöne Neuerung. Allerdings scheint mir das Licht noch ein bisschen doll in die Fresse. Ich bin sehr, sehr doll ausgeleuchtet. Da muss ich noch mal ein bisschen Änderung vornehmen. Oh. Das ist, hat sich wieder nicht eingeschaltet. Okay. Nur aber. Jetzt geht's los hier. Dann sehen wir mal schnell Feld 1 ein. Ja, wie gesagt, da muss ich nochmal ein bisschen umstellen eventuell. Ich weiß jetzt gerade halt noch nicht wie, deswegen lasse ich es erstmal so, damit es funktioniert. Aber da muss ich auf jeden Fall nochmal eine Lösung finden, weil so mitten in die Fresse geleuchtet zu werden ist uncool. Und stört auch minimal beim Spielen. Aber es funktioniert erstmal und das war mir das Wichtigste. Und ich denke, für euch ist das jetzt auch nicht schlecht. Ja. Wir starten auch ein neues Projekt. Und zwar... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau erklären soll. Haben wir auf dem Server von Anton, haben wir jetzt die Hopfach draufgeknallt. Und, wir spielen das Ganze mehr oder weniger auch jetzt ohne große Regeln. Es wird kein Duell. Es wird einfach nur, wir haben auch gesagt, jeder kann dann zocken, wenn er Lust und Zeit hat. Sprich halt, also alleine dadurch können wir schon kein Duell stattfinden lassen. Ich habe mir die Skier mit auf den Hof geholt. Das heißt aber nicht, dass sie immer mit dabei sein wird. Es kann halt auch einfach mal sein, dass ich dann alleine zocke. Das sehen wir aber dann einfach auch im Laufe der Zeit. Es wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig regelmäßig kommen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege und wie sehr das Projekt auch ankommt. Zurzeit sind wir halt noch in der Phase, dass wir unsere Höfe dort bauen. Da es dort keinen richtigen Hof gab, wo man sich hätte jetzt... Klar, also Plätze gibt es da genug. Es gäbe auch Höfe, wo man mit Scheunen und was auch immer, wo man seine Fahrzeuge unterstellen könnte. Aber wir haben halt keinen Platz gefunden, wo ein Silo wäre. Das hätte man sich so oder so dann nochmal platzieren müssen. Daraufhin haben wir gesagt, wir nehmen uns alle ein Feld. Oder jeder nimmt sich ein Feld. Wir machen die Kohle rauf und bauen uns erstmal einen Hof. Sprich, wir ebnen das Land ein, stellen die Häuser auf, so wie wir es gerne hätten. Und wir werden uns auch noch ein paar Fahrzeuge kaufen, bevor wir dann letzten Endes mit dem Spielen anfangen. In der Phase sind wir halt noch, dass wir noch am Bauen sind. Da sind wir noch ganz fleißig. Bei Anton sieht es schon gar nicht schlecht aus. Also da habe ich auch sein Hof quasi erstmal geplättet und so weiter. Also so, dass er dann seine Gebäude drauf abstellen konnte. Das hat er nicht so ganz hinbekommen oder hatte auch nicht unbedingt die Lust dazu. Da habe ich gesagt, dann mache ich das.
weil ich mich damit so ein bisschen schon auseinandergesetzt habe und ich das eigentlich auch ganz cool finde. Ich mag das, so Sachen aufzubauen. Ja, bei mir und hier auf dem Hof sieht es noch ja, gar nicht so gut aus, weil wir auch gestern erst damit angefangen haben, beziehungsweise für euch, glaube ich, vorgestern. Und ja, beziehungsweise wir haben auch einmal schon angefangen und hatten auch voll den Plan und alles und wollten dann halt alle Tiere doppelt kaufen, bis dann Anton irgendwie abends kam und sagte, hier, ich kann keine Schweine platzieren, zu viele Ställe. Ja, gut, klar, jeder Hof kann ja auch nur 5 Ställe bauen. Da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Blöder Fehler. Dementsprechend mussten wir die Hälfte der Ställe wieder abbauen und danach war einfach das Feld, was wir uns ausgesucht haben, viel zu groß. Es war wirklich viel zu. Es war sowieso schon zu groß eigentlich. Wir hätten da locker noch einen Hof drauf gekriegt, einen etwas kleineren. Und ja, da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt doch nochmal umziehen, sprich Spielstand nochmal wieder zurücksetzen, damit das Feld wiederhergestellt ist einfach. Ja, da haben wir natürlich schon ein paar Stunden Zeit verloren, weil wir da schon ordentlich was gemacht hatten. Jetzt haben wir ein neues Feld uns ausgesucht, sind aber auch ehrlich gesagt damit, also ich bin damit auf jeden Fall noch eine Ecke glücklicher, ich glaube Shia aber auch. Und ja, da sind wir noch fleißig dabei. Ich denke mal, wir werden auch noch eine Weile brauchen. Ich schätze mal, dass ich nach den Aufnahmen hier da auch nochmal drauf gehe auf die Karte und ein bisschen weiter bastel. Ich bin da halt quasi mehr oder weniger für den Landbau zuständig und Häuser platzieren und Shia macht halt die ganze Dekoration, Wiesen, Wege und so ein Kram. Macht sie auch ganz gut. Dafür, dass sie sich vorher mit dem Modus noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Und ich sag mal so, eine Frau an der Seite zu haben, die Dekoration macht, ne, das kann nicht schaden. Eigentlich kann es am Ende nur gut aussehen. Ja, und dann werden auch dazu Videos kommen. Ich weiß noch nicht in welcher Häufigkeit. Ob wir das tatsächlich 2 oder 3 Mal die Woche bringen, wobei dann müsste die Ravenport auch wieder zurückstecken eventuell. Beziehungsweise da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das vielleicht nicht sogar dann nebenbei laufen lassen. Das Hauptfachprojekt, denn ich denke mal, wenn man dann mal eine Runde drauf spielt, sollte genug Videomaterial zusammenkommen, dass man das nebenbei noch mit hochladen kann, neben der Ravenport. Nicht täglich, aber vielleicht 3 Mal die Woche. Oder 4 Mal. Das müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich mache ich dann auch feste Tage, so in der Art montags, mittwochs, freitags, irgendwie so in die Richtung, dass ich nicht sage jeden zweiten Tag, weil dann ist das immer sehr unterschiedlich. Dann habt ihr nämlich keine festen Wochentage, nach denen ihr euch richten könnt. Aber das gucken wir mal. Ich nehme auch das ganze Baugeschehen auf und werde euch das dann in einem ja, Timelapse, Zeitraffer auf jeden Fall auch noch hochladen. Oder vielleicht sogar 2 Teilen, weil ich habe da einfach mal drüber nachgedacht schon. Ich habe da jetzt, glaube ich, schon 2 Stunden Bauzeit gefilmt. Angenommen, ich lasse das jetzt auf 10-facher Geschwindigkeit laufen, dann sind das trotzdem schon 12 Minuten Timelapse. Und das ist schon ganz schön viel und wir sind noch lange nicht fertig. Dementsprechend muss ich mal gucken. Vor allem weiß ich nicht, wie gut man bei 10-facher Geschwindigkeit auch noch irgendwas verfolgen kann. Da wird wahrscheinlich einfach nur noch alles an einen vorbeiziehen und man kann gar nichts mehr wahrnehmen. Vielleicht mache ich da auch dann eine extra Playlist für einfach. Für alle, die dies dann interessiert. Dass ich da eine extra Playlist für anstelle mit mehreren Folgen, vielleicht im Timelapse. Das muss ich dann auch mal gucken. Wobei ich das gar nicht für eine schlechte Idee halte. Das nicht mit direkt ins Projekt reinzunehmen, eine extra kleine Playlist machen mit dem Baugeschehen von der Hauptfach, wie ist unser Hof entstanden. Ich glaube, das ist die beste Variante. Und da kann jeder, der da Bock drauf hat, sich das reinzuziehen, der kann sich das reinziehen und wird, ihr das nicht sehen will, wird dann im Spiel oder im Videogeschehen vom normalen Spiel nicht dadurch gestört. So. Ja, das mal so viel dazu. Das wird auf jeden Fall das nächste Projekt, was ich starte. Und ja, dann haben wir noch die Nordfriesische Marsch Community, wo ich versuche,
ja, eigentlich immer freitags zu streamen, was bislang auch geklappt hat, bis auf einmal, aufgrund von technischen Problemen. Heißt, ich glaube, wenn ihr die Folge hier seht, dann ist auch, glaube ich, Freitag, das müsste der Freitag sein. Dann wird auch abends wieder gestreamt. Ja. Und ich bin tatsächlich immer noch am Überlegen, einfach mal ein anderes Spiel auch noch wieder mit reinzubringen als Projekt oder als Videos. Denn nur LS im Moment, ja, finde ich ein bisschen langweilig. Ich habe auch einfach Bock, mal ein bisschen was anderes noch nebenbei zu zocken. Also es wird dann nicht, dass das LS wegfällt oder weniger wird. Einfach nebenbei noch was anderes zocken. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, was. Also, ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr viel PC-Building-Simulator gespielt. Einfach aufgrund der vielen Updates, die da kamen. Es die Aufträge deutlich besser geworden sind. Jetzt, ich habe da auch gerade wieder Bock drauf. Das habe ich halt sehr viel für mich gespielt. Ohne Stream, ohne Aufnahme. Ich hatte es im Stream ein bisschen angefangen gehabt. Hab dann jetzt aber nur für mich so privat ein bisschen weitergedaddelt. Wobei, also das wäre halt wieder noch etwas, was ich eigentlich bringen könnte. Ich aber glaube, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr so doll gesehen wird. Dann hätten wir noch House Flipper, da habe ich im Moment aber so gar keinen Draht mehr zu. Und dann wird es aber auch schon wieder knapp mitspielen. Das heißt, ich müsste mir eventuell einfach vielleicht auch ein neues Spiel gönnen. Wobei, ja, ich habe ja auch immer noch das GTA im Kopf. Bewerbung ist immer noch nicht geschrieben. Das wird dann wahrscheinlich auch noch ewig dauern, bevor, also bis ich das mal irgendwann auf die Kette gekriegt habe und da dann irgendwas feststeht, das wird noch ewig dauern. Also so lange könnten wir eigentlich nochmal ein neues Spiel reinbringen. Ich weiß halt nur nicht was. Ich habe auch gerade nicht so wirklich einen Überblick, was wir auf dem Spielemarkt zu so haben. Das ist gar kein, ach, die hat ja gar keinen Dünger. Ich wundere mich gerade. Denk so, hä? Dünger leer? Ach nee, die hat gar keine Düngefunktion. Gut, dann müssen wir ja nochmal drüber wegdüngen gleich. So, was ich nochmal eben machen will, ist hier den hier. Ja, das funktioniert ja gut. Das habe ich ja richtig gut hingekriegt. Okay, Fahrzeug läuft aber noch. Ja, Lichter können an und für sich eigentlich aus. Ist mittlerweile wieder hell genug. Ich habe auch schon über immer drüber, oder überlegt, drüber nachgedacht, vielleicht mal so eine Tutorial-Reihe rauszubringen. Das Problem dabei ist eigentlich aber auch im Grunde, dass ich der schlechteste Erklärer überhaupt bin und selbst noch nicht alles hier im LS19 ausprobieren konnte oder ausprobiert habe, konnten hätte schon oder hätte schon können, es aber einfach noch nicht getan habe. Also ich weiß immer noch nicht, wie es mit den Tieren aussieht. Ich habe noch nicht einmal irgendwie großartig Tiere gehabt, außer Hühner. Also weiß nicht, wie es da aussieht. Das wird uns jetzt aber auf der Hauptfach dann erwarten. Wobei wir haben hier jetzt ja auch schon Schafe. Da ist es aber natürlich noch ganz einfach. Bisschen Wasser, bisschen Gras und fertig. Bei den Kühen und bei den Pferden wird es wahrscheinlich mal richtig interessant. Schweine, denke ich, wird sich auch nichts groß verändert haben. Denke mal bei den Kühen wahrscheinlich auch nicht, außer vielleicht eventuell das Verhältnis der Futtermischration. Ja. Ich habe da, wie gesagt, ich habe da mal drüber nachgedacht, weiß aber nicht, ob ich da wirklich der Richtige für bin. Dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an sowas interessiert seid überhaupt. Eine Tutorial-Reihe über den LS19, wie einige Sachen funktionieren. Oh Gott, jetzt muss ich hier nochmal wieder zurück. Das will ich nicht stehen lassen. Oder vielleicht auch einfach
weil es mir so einen Spaß macht, eine Reihe, wie man einfach Höfe oder wie man mit dem Landwirtschaftsbau Flächen erstellt, Höfe erstellt und so weiter und so fort. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob, weil das macht mir halt echt Bock, einfach Höfe erstellen, die ich dann hinterher nicht benutze. Weil mir einfach nur das Bauen Spaß macht und Aufstellen und so weiter. Hat was Minecraft-mäßiges. Das fand ich halt an Minecraft auch mal schon das ziemlich oder das Geile. Das war gar nicht das Spielen selber, das war wirklich das Bauen. Einfach nur irgendwas bauen, was man sowieso nicht braucht. Das fand ich schon immer ganz cool. Eventuell, ja, vielleicht auch City Skylines wäre eine Möglichkeit, diese Ader auszuleben. Ist allerdings auch äußerst komplex. Aber ich werde mal gucken. Also irgendein Spiel werden wir demnächst nochmal auf meinem Kanal sehen. Machen wir mal hier ein bisschen weiter. Ja. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ich werde den Rest jetzt hier gleich nochmal schnell offscreen machen. Dauert jetzt ja nicht mehr lange, 2, 3 Minuten, dann bin ich hier durch. So dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall anfangen können zu düngen. Und mal gucken, ich glaube, Soja noch weiter verkaufen. Okay, dann, meine Freunde, war's das erstmal für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Reingehauen.